tödlicher Nutzroller hieten. Ja, versucht sich da nochmal auf. Hohes Risiko eingegangen mit. Chance kann er nutzen. Guter Start. Oh, der Playoff-Runde. Dass er diese Fußstapfen würde ausfüllen können. Vor allem so schnell würde er ausfüllen können. Noch reicht. Endgültig Patrick Baums. Ganz, ganz großes Meisterstück. Ja, und Patrick Baum entwickelt. Der Japaner deutlich besser als im. Und das, was Patrick Baum vielleicht. Und Seiya Kishikawa bleibt. Um die 600 Kilometer. Und ich denke. Und Seiya Kishikawa größter werden. Ja! Aber Patrick Baum hat da ganz viel gegen. Und will. Klasse gespielt. Klasse Rückhand. Und da macht er mit seiner Vorhand den Punkt zum 10:8. Und Patrick Baum ist für einige wenige Sekunden.
dreht sich, um von der Rückhandseite in die Vorhand zu wechseln. Geht dann natürlich ein extremes. Aber den zweiten kann er nicht vereiteln. Macht hier den Fehler. Also. Und wenn das so. Ja! 5:1 Führung beim Seitenwechsel für Patrick Bauer. Ja! Und er spielt sensationell in diesem. Ist das für mich der zweitbeste deutsche Spieler? Ja! Und was spielt er hier im fünften? Ganz, ganz cleverer, weicher, langsamer, hoher Rückhandtopf. Aufschläge. Und in diese beiden Aufschläge geht er mit 4. Dreifaches Ausrufezeichen mit. Aber er kann den Sieg von Patrick Baum nicht verhindern. Mit einer Energieleitung. Bitte denken Sie daran, wenn Sie jetzt.